Die Jungs, die jetzt zu Ihnen kommen, kommen aus Hamburg und Kritiker sind sich einig, in der Art, wie Sie das, was Sie gleich hören werden, meine Damen und Herren, bringen, die drei, die jetzt zu Ihnen kommen, ist das schon einmalig. Sie besingen das uralte Thema von Liebe, Herz und Schmerz und Trauer und so, aber wie Sie es machen und die Art Ihrer Texte, die sind schon einmalig. Ich bin sicher, wir werden von diesen drei Jungs noch was hören. Sie heißen Die Antwort und der Titel Aber du, meine Liebste. Aber du, meine Liebste, bist die schönste Rose, die jemals erblühte in dieser Stadt. Ohne Stolz, diesem Land ohne Würde. Wo andere zweifeln, wo andere zögern, hast du Mut. Ich kenne dich, ich kenne dich gut. Zum Beispiel dieses Lied, aber du, meine Liebste, das, ich singe das manchmal heute und die Hälfte im Saal lacht und die andere Hälfte ist ergriffen, so von wegen, weil das ein ungebrochenes Liebeslied ist. Ich habe auch wenig ungebrochene 1:1 Liebeslieder, aber es entstammt einer echten Empfindung. Es ist, ich sehe keinen Sinn darin, da irgendwas zurückzunehmen oder das dann zu dekonstruieren. Wo ist der Spaß in Dekonstruktion? Ein bisschen wie ein Chorknabe auf der ersten Platte. Was du daran siehst, ist, dass ich unbedingt was Helles haben wollte, was sich irgendwie löst von diesem erdenschweren Bluesrock-Zeug, der so zerstörerisch. Ich mag keinen